So, und da ist der Starterfolg zum siebten Rennen, den Alpine Motorenöl Seat-Rennen 2019. Wutzelmann geht gleich an die Spitze. Wutzelmann mit dem Kommando, den sehen wir jetzt aber nur schemenhaft hinter den Bäumen. Wutzelmann also vorneweg, dahinter folgt dann in zweiter Position Serienlohn. Dicht auf ist dann auch, ist aber wirklich nicht zu sehen im Moment. So, Wutzelmann vorne vor Serienlohn, dahinter dann Kämpfen von Trappe außen und weiter an der Innenseite dann Box Office. So geht es jetzt in die Diagonale hinein. Wutzelmann mit dem Kommando vor Serienlohn, dahinter dann Kämpfen von Trappe. Jetzt geht es also durch die Diagonale, das Feld ist für uns jetzt eine Zeit lang nicht zu sehen oder nur schemenhaft zu sehen. Wutzelmann vorne weg mit etwa 3-4 Längen vor Serienlohn. Dahinter dann die beiden Pferde von Christian Freier von der Recke. Das sind Captain von Trappe und dahinter sieht man dann Box Office und am Ende des Feldes Turf Rubin. So geht es aus der Diagonalen heraus und gleich in den ersten Bogen hinein. Wutzelmann weiter vorne mit einem deutlichen Vorteil. Das sind schon etwa 5-6 Längen dahinter Serienlohn. Und dahinter sieht man dann Captain von Trappe mit an der Innenseite daneben Box Office und Turf Rubin am Ende des Feldes. So geht es durch den Horner Bogen, etwas ungewohnt, diesmal im Linksverkehr sozusagen. Wutzelmann vorne weg mit anderthalb Längen. Serienlohn rückt näher heran. Dahinter sieht man dann Captain von Trappe als dritten Kandidaten vor Box Office und Turf Rubin. So sind die Pferde jetzt gleich in der Gegenseite angelangt. Wutzelmann weiter vorne. Wutzelmann führt, dahinter Serienlohn dran, dann Captain von Trappe an der Außenseite Box Office und etwas Abstand bis zu Turf Rubin. Jetzt kommen die Pferde gleich an den Mittelpunkt der Gegenseite und dann geht es in die nächste Diagonale und Richtung des Sees. Wutzelmann vorne, jetzt geht es links Richtung See. Wutzelmann vorne, jetzt kommt der nächste Sprung, dahinter Serienlohn, dann sieht man an der Außenseite Box Office weiterhin den Baron Captain von Trappe und am Ende des Feldes Turf Rubin. Und jetzt geht es auf den See zu. Jetzt heißt es natürlich zunächst einmal, das Ganze ein bisschen verhalten angehen. Sie dürfen gerne unterstützen. Und an die Spitze, oh, da ist gleich jemand untergegangen. Das ist Box Office. Box Office, das ist Sonja Daroszewski zur Schwimmerin geworden, ist ausgestiegen, ausgeschieden. An der Spitze Serienlohn, das ist der beste Schwimmer. Serienlohn vorne. Der hat jetzt das Kommando übernommen, dahinter dann Wutzelmann und dann Turf Rubin. Da haben wir also auch dann Captain von Trappe scheinbar verloren. Auch Miguel Lopez muss hier ausgestiegen sein. Jetzt kommen die Pferde hier erneut vor der Tribüne vorbei. Serienlohn marschiert vorne weg, hat sich im See einen deutlichen Vorteil verschafft. Serienlohn jetzt mit etwa, na das sind schon 10, 12 Längen in den Wandsbecker Bogen. Dahinter Turf Rubin außen in zweiter Position und drittes Pferd ist Wutzelmann. So geht es durch den Bogen, durch den Wandsbecker Bogen. Serienlohn mit einem großen Vorteil. Von 10, 12 Längen jetzt etwa. Dahinter Turf Rubin in der zweiten Farbe des Stalles Nicole, auch in der zweiten Position. Und dahinter sieht man dann Wutzelmann. Jetzt sind die Pferde also in der Gegenseite unter der Führung. Da gibt es keine Positionsveränderung natürlich von Serienlohn. Serienlohn ist deutlich voraus mit einem Riesenvorteil. Ja, das sind jetzt schon etwa 50 Meter, die Serienlohn da herausgearbeitet hat. Jan Faltisek ist vorne. Serienlohn also weiterhin bestimmend in dieser Steeplechase. Und die Pferde kommen jetzt gleich auf das Ende der Gegenseite zu. Serienlohn weiter voraus. Mit einem großen Vorteil geht es jetzt auch gleich in den Horner Bogen hinein. Und jetzt müssen wir erstmal sehen, wo bleibt denn der zweite Kandidat? Den sieht man gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist der Wutzelmann in der zweiten Position jetzt. Serienlohn also vorne. Serienlohn, da bleibt alles beim Alten mit Jan Faltisek vorne weg. Serienlohn kommt jetzt gleich in den Einlauf hinein. Serienlohn deutlich vorweg, ja, aber Wutzelmann kann jetzt den Vorteil verkleinern. Wutzelmann ist jetzt dran. Lukas Lupp hat aufgepasst und Wutzelmann jetzt im Schlepptau an den Fersen von Serienlohn. Dahinter dann Turf Rubin und jetzt kommt der letzte Sprung. Serienlohn ist hinüber und an der Außenseite der Angriff von Wutzelmann. Die Pferde jetzt auf der Flachen, auf den letzten Metern. Serienlohn, Wutzelmann versucht das, aber Serienlohn, der Reiter schaut sich um. Serienlohn gewinnt dieses Rennen hier ganz, ganz souverän.
Serienlohn heißt der Sieger mit Jan Faltisek im Sattel im Alpine Motorenöl Seejagd drin auf dem zweiten Platz, Wurzelmann und dahinter dann Torfrubin als Dritter.